Wer an die deutsche Börse denkt, der denkt an den Aktienhandel über das Frankfurter Börsenparkett. Aber tatsächlich ist die deutsche Börse viel mehr als das. Und das wollen wir uns heute etwas näher angucken. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir schauen uns heute mal die deutsche Börse etwas genauer an. Die Herausgeber des DAX und auch eben anderer Indizes und natürlich auch das, was man im Fernsehen immer sieht bei Börse vor 8 oder ähnlichen, wenn dann das deutsche oder das Frankfurter Parkett gezeigt wird. Genau die Firma dahinter gucken wir uns heute etwas genauer an. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr ja diesmal für die deutsche Börse gestimmt. Schau also auch im nächsten Zeitraum von Samstag bis Dienstag rein. Stimme mit ab, welches Unternehmen ich mir als nächstes etwas genauer angucken soll und schreib auch gerne in die Kommentare hier unten drunter, welche Firma ich denn in die Abstimmungen mit aufnehmen soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens. Der geht jetzt hier zurück bis ins Jahr 2001. Dann sehen wir hier einen starken Anstieg vor der Finanzkrise. Dann ging es hier stark bergab. Die weltweiten Finanzmärkte hat es hier sehr stark gebeutelt und damit natürlich auch die deutsche Börse. Und dann hier sehen wir erstmal lange Konsolidierungsphase, bevor es dann so ab 2012 nach oben ging. Und hätte man tatsächlich so in den letzten 10 Jahren mal investiert in die Aktien, das ist immer der Standardvergleich, den ich am Anfang von einem Video mache, 10.000 Euro jetzt hier in die Aktie investiert, wären nochmal Kursgewinne von über 27.000 Euro draus geworden, Dividende von 5.500, Gesamtrendite knapp 330% oder knapp 16% aufs Jahr und eine persönliche Dividendenrendite von 7% und damit natürlich durchaus ein gutes und starkes Investment gewesen über die letzten 10 Jahre. Und wir wollen uns heute mal anschauen, woran das lag und ob das Ganze denn auch wirklich so weitergehen kann. Zuallererst wollen wir mal schauen, wie sieht es denn aus im Vergleich zu Vergleichsindizes. Und da die deutsche Börse ja unter anderem auch den DAX herausgibt, ist es natürlich auch mal interessant zu sehen, sie ist Mitglied im DAX und sie gibt den DAX heraus, wie sich der Kreis da schließt. Und dann sehen wir hier unten den Kurs-DAX, das heißt, das ist der DAX ohne Dividende. Normalerweise werden Indizes und Aktien ja ohne Dividende dargestellt. Nur der DAX in Deutschland wird mit Dividende dargestellt. Dadurch steigt er eigentlich auch kontinuierlich an. Trotzdem nicht so stark wie jetzt zum Beispiel ein S&P 500. Aber wenn man jetzt mal nur den Kurs-DAX als Vergleich nimmt, dann sehen wir sind noch unter den Niveaus von 2015. Und wir sehen jetzt hier in diesem Zeitraum seit Ende 2010 bis heute 62%, die deutsche Börse 235%, der S&P 500 ungefähr 316%. Jetzt hier aber umgerechnet in Euro, das heißt, das ist ein ETF, der in Euro notiert. Dann sehen wir, die deutsche Börse kann hier durchaus sehr gut mithalten in den meisten Phasen. Nur hier in der Phase hat auch ein bisschen der Wechselkurs dann zugunsten sozusagen amerikanischer Werte etwas gespielt. Das hat hier geholfen, hat das Ganze stabilisiert. Ansonsten sähe das Ganze hier nämlich in Dollar notierend ein bisschen anders aus tatsächlich. Gucken wir uns das mal an im Vergleich zu Wettbewerbern. Und tatsächlich gibt es natürlich auch Börsenwettbewerber weltweit. In Deutschland kann man schon fast von einem kleinen Monopol sprechen. Es gibt zwar noch außerbörsliche Anbieter und natürlich gibt es auch andere deutsche Börsenplätze, wie jetzt zum Beispiel Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München und so weiter. Aber eigentlich gibt es nur wirklich eine deutsche Börse und es gibt auch nicht wenige oder nicht viele Firmen, die da börsennotiert sind. Zumindest jetzt nicht auch Börsen gehandelt werden können. Da ist die Deutsche Börse Group sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Und da das in anderen Ländern ähnlich ist, wollen wir uns da heute mal ein paar Wettbewerber im Vergleich anschauen. Wir sehen tatsächlich hier, die deutsche Börse hat sich jetzt über diesen Zeitraum hier gar nicht mal so gut entwickelt im Vergleich zu anderen Börsenplätzen. Schauen wir uns mal von unten das an, dann ist im Prinzip das Schlechteste, was sich entwickelt hat, die CME. Die CME ist eine amerikanische Börse, auch sehr stark so im Bereich von Futures und Optionen und so weiter. Da sehr stark aktiv, aber eben auch Aktienbörsen, auch das gehört mit dazu. Also ein amerikanischer großer Börsenplatz, 190% in dem Zeitraum. Dann kommt die deutsche Börse mit 200%, knapp darüber kommt dann die CBOE, das ist die Chicago Board of Options Exchange. Wie der Name schon sagt, geht es hier hauptsächlich um den Optionshandel in Amerika. Auch sehr stark Futures, Aktienoptionen und sonstiges. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Wäre mal ein eigenes Video wert. Dann kommt hier tatsächlich auf dem nächsten Platz die ICE, die Intercontinental Exchange. Auch das großer Börsenplatz, unter anderem auch die New York Stock Exchange. Und eben auch einige speziellere Futures-Märkte, die sogenannten Frühstücksmärkte, wo dann auch Orangensaft zum Beispiel drüber gehandelt wird, gefrorene. Sowas gehört dann hier zu ICE. Und tatsächlich am besten entwickelt über diesen Zeitraum hier hätte sich die London Stock Exchange, hier notiert in Euro, nicht in britischen Pfund, genauso wie die amerikanischen Aktien auch alle in Euro umgerechnet, haben wir hier 364% tatsächlich. Die hätte sich am stärksten entwickelt, auch wenn es jetzt hier seit 2020 eher zur Seite gegangen ist. Das ist übrigens bei den meisten anderen Werten auch ähnlich der Fall. Nur die deutsche Börse
läuft hier eigentlich so ein bisschen stärker in dem Zeitraum. Also wir sehen, wir sind hier bei den meisten Börsenplätzen gut unterwegs, um die 200%, die deutsche Börse mittendrin, nur die London Stock Exchange, die ist dann noch so ein bisschen stärker unterwegs gewesen. Gehen wir mal ein bisschen in die Historie der deutschen Börse zurück und die hat es dann tatsächlich sogar noch ein bisschen länger in sich. Und da das ganze Thema natürlich sehr interessant ist, zumindest für mich, der durchaus sehr viel Interesse an Börsenthemen hat, will ich euch heute auch ein bisschen mehr über die Geschichte der Frankfurter Börse erzählen. Das heißt, wenn dich das ganze Thema nicht interessiert, hier unten drunter sind Sprungmarken, spring einfach zu dem Thema, das dich interessiert. Aber so vom Grunde her ist das, glaube ich, schon mal interessant zu sehen, wie denn so auch eine Börse entstanden ist. Das ging hier nämlich los im Jahre 1150. Da gab es die Frankfurter Herbstmesse auch das erste Mal, oder sie wurde zumindest das erste Mal urkundlich erwähnt. Hier ist auch das mittelalterliche Frankfurt zu sehen. Und damals gab es auch keine Börse ohne Messe. Messe in dem Sinne dann auch eher wie ein Markt, muss man sich das vorstellen. Und Börsen hat es dann natürlich auch damals gebraucht, weil es auch sehr viele unterschiedliche Währungen gab, ja auch noch in Deutschland. Da gab es ja die deutsche Mark noch nicht und die Reichsmark noch nicht. Das waren noch so ein bisschen andere Zeiten. Da gab es tatsächlich ja dann eben auch in Deutschland verschiedene Währungen. Man musste dann teilweise eben, um Handel zu treiben, auch erstmal Dinge wechseln. Und dann braucht es eben auch Börsen. So sind die Dinge dann tatsächlich entstanden. Und ja, das waren so die ersten Dinge, die dann eben gebraucht haben, hier so für diese städtischen Wechselbanken im Jahr 1402, Geldwechselgeschäfte, die hier so, ja, einfach sich aufgebaut haben. Das waren so die ersten Vorzüge bzw. die ersten Anfänge einer Börse bzw. einer Wechselstube. 1585, da gab es dann im Prinzip hier die Versammlung am 9. September, übrigens mein Geburtsdatum, nicht nur 1585, aber zumindest mal der 9. September. Und da, genau, haben dann eben Frankfurter Kaufleute auch das erste Mal einheitliche Wechselkurse festgelegt. Und das war dann im Prinzip auch so die Geburtsstunde der Frankfurter Börse, so gilt das zumindest mal. Und so hat sich das im Prinzip dann entwickelt. Hier am 21. September 1642 gab es dann auch mal die ersten gedruckten Kursblätter, damals eben vor allen Dingen für Wechselkurse. Und so hat sich das Ganze eben aufgebaut und entwickelt. Hier im Jahr 1820 wird dann tatsächlich die erste Aktie auch in Frankfurt notiert. Da wurden Anteile gehandelt von österreichischen Nationalbank. Das waren so die ersten Anfänge. Damals hier war die historische Börse noch am Paulsplatz 1845. Und genau, so ging das dann weiter. 1853 wurde dann die Frankfurter Vereinskasse gegründet und die betrieb dann Kassiergeschäfte und Wertpapiergeschäfte. Und tatsächlich hier, der nächste Umzug war 1879 in die ja heutigen Gebäude sozusagen, wo die Frankfurter Börse stattfindet. Nicht unbedingt die Deutsche Börse Group als Unternehmen, die sitzt nochmal woanders. Aber eben das Gebäude sozusagen am Börsenplatz, das gibt es eben seit 1879, ist ja bis heute ja ein ganz wichtiger Bestandteil, ein ganz wichtiges Bauwerk auch in Frankfurt, auch wenn es nicht das höchste ist, aber es gehört einfach mit dazu. Vielleicht nicht so ganz optisch prestigeträchtig wie die New York Stock Exchange, auch nicht ganz so oft auf den entsprechenden Bildern, aber doch eben ein ganz wichtiger Platz. Und es ging dann eben auch mehr in die digitale Zeit. 1988 wurde dann erstmal der DAX gegründet. Den gibt es erst seit 1988, das erste Mal berechnet und veröffentlicht. 1992 hat sich das dann umbenannt, hier die Deutsche Wertpapier AG oder die Frankfurter Wertpapier Börsen AG in die Deutsche Börse AG. Seitdem gibt es auch den Namen. Und dann 1997, da ging es dann los mit Xetra, also im Prinzip eine elektronische Abwicklung des gesamten Handelssystems. Da ging es dann eben los mit den Computersystemen. 2001 ging dann auch die Deutsche Börse an die Börse. Ja, das heißt, dann wurden auch tatsächlich erstmals die Aktien des Unternehmens gehandelt, auch wenn wir jetzt gerade den Chart erst seit 2001 gesehen haben. Das hängt genau hiermit zusammen, genau, also mit diesem Börsengang hier. Und dann haben wir hier 2010 dann eben auch den Umzug jetzt in die Unternehmenszentrale. Das heißt, die Deutsche Börse AG, die ist jetzt hier nicht mehr in diesem Handelssaal, der ja auch 2007 nochmal rund erneuert wurde und eben in der Form war, wie man heute kennt, sondern die Deutsche Börse, das Unternehmen an sich, nicht der Börsenplatz, sondern das Unternehmen an sich dahinter, das hat jetzt eben auch eine eigene Unternehmenszentrale. Und so hat sich das gewandelt und weiterentwickelt. Und natürlich gibt es heute auch noch den Handelssaal, in dem auch Dinge stattfinden. Aber das meiste mittlerweile funktioniert voll elektronisch im Hintergrund und findet eben im Hintergrund statt. Was macht denn jetzt das Unternehmen, die Deutsche Börse AG? Genau. Und sie teilen das selbst im Prinzip in drei Bereiche auf. Einmal sozusagen vor dem Trading, also vor dem Handel. Einmal natürlich die Indexierung, also sowas wie der DAX, der MDAX, TecDAX, dass solche Indizes dann einfach erstellt werden.
Bereitstellung von Daten, auch eben jetzt mittlerweile immer wichtiger die nachhaltigen Daten, Ratings und so weiter und so fort, die eben auch mit Environment, Social, Governance zusammenhängen, also alles, was jetzt eben so mit nachhaltigen Kriterien zusammenhängen. Auch das gesamte Thema IT verknüpft dann natürlich die ganzen Dinge, also auch Börsen sind mittlerweile einfach ein großes IT-Unternehmen, das natürlich sehr viel mit Daten handelt und wir wissen natürlich auch, heutzutage sind Daten Gold und das sind im Prinzip hier so die, die die Hand drauf haben bei allen Finanzdaten, die es so gibt. Dann gibt es den echten Handel, das Trading und Clearing, das heißt, ja, den Handel an sich, Finanzderivate, Futures bzw. Commodities, wären dann eben Rohstoffe, der Devisenhandel, der Wertpapierhandel, alles, was so da dazugehört und natürlich dann eben auch die ja, Überwachung der Besitztümer, die dazugehören. Und dann nach dem Handel geht es dann natürlich um die Abwicklung und die Verwahrung, die Fonds-Services, Sicherheitsdatenmanagement und so weiter. Das heißt im Prinzip, die Deutsche Börse AG ist jetzt weit mehr als nur der reine Handel und der reine Börsenplatz, sondern da gehört danach und davor sehr, sehr viel dazu, um das Ganze abzuwickeln. Und wenn man sich das mal hier so ein bisschen anders darstellt, dann sehen wir hier ganz schön, es gibt dann hier durchaus auch Unterstützung, wenn es darum geht, überhaupt an die Börse zu gehen. Dann der eigentliche Handel, gibt es zum Beispiel logischerweise Xetra und eben auch das Frankfurter Börsenparkett. Die Eurex ist dann eher eben auch für den Rohstoffbereich und für den Future-Handel. Und es gibt ja auch noch ganz andere oder beziehungsweise eben auch für andere Derivate, die es da so gibt mit Zertifikaten und so. Und es gibt auch noch die EEX Group, da gehen wir auch gleich drauf ein, wenn es um den Rohstoffhandel geht. Dann haben wir das gesamte Clearing, also eben auch die Vermittlung, die Abstimmung zwischen den einzelnen Händlern und dass das eben auch alles sauber läuft. Dann Settlement and Custody, Collateral Management, da geht es eben auch darum, wem gehören denn jetzt eben entsprechend die Dinge, wo ist es verwahrt, wem, dass eben auch die entsprechenden Aktien den richtigen Leuten zugeordnet sind. Das ist dann hier eben Clearstream, haben viele wahrscheinlich auch schon mal gehört. Auch das gehört zur deutschen Börse. Und dann gehören hier eben auch noch andere Dinge dazu. Marktdaten, Abonnements, Marktdaten-Services und so weiter und so fort. Und eben einiges mehr. Und dann sieht man schon, dass zu der deutschen Börse einiges mehr gehört, als jetzt einfach nur der reine Wertpapierhandel, was wir vielleicht so im Alltag betreiben und was man so im Fernsehen sieht. Sondern da gehört viel, viel mehr dazu. Und eine große Sache, die viele wahrscheinlich nicht wissen, aber irgendwie ja schon bewusst sein muss, ist dieses ganze Thema mit EEX. Und da ist ja die Frage, beziehungsweise da ist ja häufig dieses Thema, wie werden denn eigentlich sowas wie Energiepreise gehandelt? Denn ein großes Thema ja im Moment, dass die Energiepreise stark schwanken und es gibt durchaus auch ganz normal gehandelte Energiepreise. Gerade in Amerika ist das sehr gewöhnlich, dass man zum Beispiel über Futures auch Rohöl oder Gas oder sonstiges handeln kann. Hierzulande ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, zumindest für den Privatanleger nicht ganz so zugänglich. Aber auch Stadtwerke und Co. müssen ja ihre Energie irgendwo einkaufen und das muss ja irgendwo geregelt werden. Und dafür gibt es eben entsprechend auch Börsenplätze, wie zum Beispiel hier EPEX Spot oder EEX. Das ist sowohl für Europa als auch UK. In Amerika hat man sich zugekauft über Nodal, das sind dann eher Derivate, auch im Futures- und Optionsbereich, kleinere Anbieter. Auch in Japan ist man hier aktiv, eben mit diesem ganzen Thema auch der Energiebörsen und eben der Verwaltung der Energiebörsen. Etwas, was im Hintergrund jeden Tag passiert, was die meisten überhaupt nicht mitbekommen, wo die deutsche Börse aber gerade auch hier in Europa und gerade auch in Deutschland sehr, sehr stark aktiv ist und sehr stark positioniert. Und das ist nicht alles. Es gibt im Prinzip hier auch noch andere Dinge, die gehandelt werden müssen. In der letzten Zeit ja sehr häufig in den Medien auch das ganze Thema der CO2-Zertifikate. Das heißt, es gibt ja Unternehmen, die zum Beispiel viel mehr CO2 brauchen oder verbrauchen, besser gesagt, und verunreinigen. Und dann gibt es Unternehmen, die eigentlich relativ wenig haben und dann CO2-Zertifikate abgeben können. Das Ganze muss ja auch irgendwo über einen Börsenhandelsplatz gehandelt werden. Gibt es auch immer diese Diskussion, dass Tesla eigentlich nur Geld verdient wegen diesen CO2-Zertifikaten. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz der Fall. Aber genau dafür braucht es eben auch Börsen, die dann zum Beispiel diese CO2-Zertifikate im Prinzip vermitteln und eben auch entsprechend verteilen und da eben auch als Börsenplatz fungieren. Auch das muss ja irgendwie über Börsen abgewickelt werden. Auch das eben etwas, was im Hintergrund passiert, was man immer wieder hört, ohne sich vielleicht genau die Frage zu stellen, wie das abgewickelt wird und wer das eigentlich macht und wer davon profitiert. Und ich denke, das hilft da so ein bisschen besser weiter, das zu verstehen. Und genau das sind eben auch Akquisitionen, die die Deutsche Börse AG hier in letzter Zeit durchgeführt hat. 2017 hat man eben hier Nodal dazu gekauft, eben hier für Amerika. Man hat eben auch von der Nasdaq hier so im Bereich der Frachtofferten und der Frachtpreise eben auch so eine Plattform abgekauft im Bereich Futures. Dann hier eben PowerNext, das ist dann eben eine in Paris ansässige Integration eines eben auch Strombörsenplatzes sozusagen, Strom- und Gaslieferanten bzw. der Derivate dazu eben entsprechend. Und da sieht man natürlich auch, dass das eher auch ein steigendes Geschäft ist, ein immer bedeutenderes Geschäft, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo sehr viel und sehr aktiv gehandelt wird. Und die deutsche Börse verdient da einfach im Prinzip durch die Menge dessen, was gehandelt wird, einfach mit.
Das ganze Thema der Akquisition ist auch etwas, was die deutsche Börse ja weiter vorantreibt und was eben die deutsche Börse dazu bringt, eben auch hier ein stärkeres Wachstum zu haben. Sie haben auch hier andere Firmen dazu gekauft, eben auch im Datenbereich mit der ISS. Das war so ein letztes großes Thema, was dazu gekauft worden ist, aber auch Axioma und Co. Das heißt, man hat hier auch versucht, im Datenbereich sich stärker aufzustellen, auch hier im Trading-Bereich, Crypto Finance, Quantitative Brokers dazu gekauft, im Fondsbereich eben hier auch Fondscenter und so weiter. Also man sieht schon, es gibt eben einige Zukäufe, wo sich die Deutsche Börse Group versucht, hier in die verschiedenen Nischen noch besser einzukaufen und noch stärker aktiv zu sein. Wenn wir jetzt mal gucken, was macht denn hier Clearstream, auch das vielleicht ein interessantes Geschäft, das heißt, das gehört hier alles so zu diesem Securities-Bereich. Da geht es eben darum, dass man hier wirklich dann auch am Schluss klärt und verwahrt, wo denn wirklich die Aktien zugeordnet sind, also wem gehören denn die Aktien oder eben andere Dinge und da eben den Überblick drüber hält. All das gehört hier dazu. Das macht auch ungefähr 65% des Umsatzes aus, dieses ganze Thema. Wir haben hier noch Settlement 13% und andere Bereiche. Aber wir sehen schon, die deutsche Börse ist weit mehr als das, was man nur auf dem Parkett sieht, sondern da gehört eben noch deutlich mehr mit rein. Wenn wir gucken, wie ist denn der Gesamtumsatz aufgeteilt, dann sehen wir hier der Großteil, das ist wirklich dieses Thema Trading und Clearing, das sind 52%, die das ausmachen. Dann haben wir hier den zweitgrößten Bereich mit den Securities Services, wo es im Prinzip genau um das geht, was wir gerade mit Clearstream auch angeguckt haben. Dann 15% sind dann mittlerweile die Daten und dann hier die Fonds-Services machen noch 9% aus. Vom Gesamtunternehmen her sind ungefähr 55% wiederkehrende Umsätze. Das heißt, es gibt natürlich auch einmalige Dinge, aber viele Dinge sind einfach wiederkehrend, weil man einfach ja nicht unbedingt ein direktes Monopol hat, aber schon fast. Denn wenn man einmal eine Börse benutzt und eben einfach ein Hauptbörsenplatz ist, wo das größte Volumen drüber abgewickelt wird, dann kann man da eigentlich auch kaum noch weg. Und dann gibt es eben auch gewisse feste Vereinbarungen, wer welche Dinge verwahrt und verarbeitet. Und dadurch ist eben hier ein großer Anteil eben wirklich an wiederkehrenden Umsätzen. Wir gehen hier nochmal ein bisschen ins Detail rein, dann sehen wir eben genau das, was wir vorhin auch schon gesehen haben. Nur noch mal ein bisschen jetzt hier im Detail. Wir haben hier diese vier verschiedenen Gruppen. Hier sehen wir auch bei den 52%, die jetzt eben der Handel ausmachen. Die Derivate machen ungefähr 57% aus. Dann der Rohstoffbereich 21%, Equities, also Aktien eher nur 16%. Dann gibt es hier auch noch Übersee oder wie nennt sich das dann, Auslandsbörsen sozusagen, die machen 6% aus. Der zweitgrößte Bereich hier im Securities-Bereich, den haben wir uns gerade schon angeguckt, der macht ja 24% aus, davon der größte Bereich Custody. Dann im Datenbereich machen ungefähr 31% Indexierung aus. Das ist so ungefähr wie jetzt auch zum Beispiel MSCI oder auch S&P. Die geben ja im Prinzip den S&P 500 oder den MSCI World heraus. Die verdienen ja auch einen großen Teil ihres Geldes mit der Indexierung dessen, dass sie eben einen Index herausgeben und andere können dann den Namen sozusagen benutzen und diesen Index nachbilden. Genauso ist das hier eben auch mit DAX und MDAX und Co. Ist aber nur 31% von 15% sozusagen jetzt hier bei der deutschen Börse. Dann gibt es hier Analysen und eben auch das gesamte Nachhaltigkeitsthema sind schon 37%. Und dann gibt es hier eben noch das gesamte Fondsthema, wo es auch gerade um die Verarbeitung von Fonds geht, 57%. Und das ist natürlich dann auch, wenn man dann eben für Fonds zusammenarbeitet und eben für Fonds Geschäfte macht, ist das natürlich auch etwas wie so eine direkte Verbindung. Und dann eben sind das auch gerade sehr häufig wiederkehrende Umsätze. Das Unternehmen gehört vor allen Dingen im Prinzip institutionellen Investoren. Das heißt, wir haben hier keine strategischen Einheiten, zumindest was diese Datenlage hier angeht. Wir haben rund 41% jetzt im freien Handel, ansonsten 60% sind in institutioneller Hand. 6,7% bei BlackRock, 5% bei MFS Investment, 3% bei Fidelity, knapp 3% auch bei DWS, dann 2,7% bei Vanguard und so weiter und so fort. Wir haben hier auch die Norges Bank, das ist dann die norwegische Staatsfonds sozusagen mit 2%. Das heißt, wir sehen viele institutionelle Investoren, wenig strategische Investoren, wobei manchmal ist da tatsächlich dann das Ganze auch, man könnte sagen, fließend, aber strategisch wäre dann etwas, das auch ein bisschen vielleicht einen größeren Einfluss auf die Firma nehmen kann oder möchte. Das haben wir jetzt tatsächlich nicht, sondern eigentlich eher wirklich institutionelle und freie Investoren. Geführt wird das Unternehmen mittlerweile von Theodor Weimer. Er ist seit Januar 2018 CEO, mittlerweile auch schon seit knapp 5 Jahren. Er hat ja davor den Herrn Kengeter beerbt sozusagen, der davor lange Zeit die deutsche Börse weiterentwickelt hat. Und da gab es ja dann auch solche Übernahmegespräche mit anderen Börsen. Als das dann schiefgegangen ist, ist er dann scheinbar auch gegangen. Und dann kam eben hier Theodor Weimer in die Firma, leitet die Firma bisher und entwickelt die auch ganz gut weiter, wie wir hier zum Beispiel auch an der Umsatzentwicklung im Aktienfinder sehen können. Sehen wir auch gerade hier,
die letzten Jahre nochmal eine sehr, sehr schöne Umsatzsteigerung. Es gab dann einige Jahre, so durch die Finanzkrise gab es natürlich auch Rückgänge. Dann hat man einige Jahre nur Seitwärtsphase gehabt. Die letzten Jahre gingen sehr schön nach oben. Mittlerweile eben hier auch schöne Margen, 74%, Bruttomarge, operative Marge 14%. Wir sehen, das schwankt so ein bisschen, aber doch eigentlich immer in einem ähnlichen Bereich. Tendenz tatsächlich auch eher so ein bisschen steigend, zumindest was die Bruttomarge angeht. Die operative Marge ist hier zurückgegangen, aber eigentlich auch, wenn man da langfristig einen Wert anlegen würde, auch tendenziell eher steigend. Was die Aufteilung auf die einzelnen Länder angeht, sehen wir, der Großteil wird in der Europäischen Union gemacht, außerhalb von Deutschland 31%, alleine auf Deutschland entfallen nochmal 24%. Dann kommt Großbritannien mit 19%, Amerika mit 11% und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen, es ist kein rein deutsches Unternehmen und auch kein rein europäisches, sondern es ist wirklich ein globaler Konzern, der sich auch immer weiter ausweitet. Aber der Hauptteil des Geschäfts, der findet natürlich in Europa statt, vor allen Dingen in Deutschland, natürlich auch die Wurzeln, und da hat man auch ein gewisses Vorrecht, beziehungsweise einfach durch die Größe und durch das Volumen, das über die Frankfurter Börse abgewickelt wird, natürlich auch einfach einen gewissen Mengenvorteil, der auch schwer wegzunehmen ist, auch wenn der Wettbewerb mit Sicherheit ein bisschen stärker geworden ist. Was die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche angeht, man kann das jetzt hier kaum lesen, deswegen habe ich das auch im Vorfeld schon gezeigt anhand den anderen Charts, weil das jetzt hier so kleinteilig aufgelistet ist, dass das sehr schwierig ist zu identifizieren. Deswegen ja aber auch davor schon die sehr detaillierte Ausführung des Ganzen. Gehen wir mal in die Entwicklung des Gewinns. Da sehen wir auch sehr, sehr starke Schwankungen und Spitzen, teilweise auch was die Dividende angeht. Nichtsdestotrotz, es geht eher tendenziell nach oben, wenn auch teilweise eben unter starken Schwankungen. Dividende steigt eigentlich auch konsequent, zumindest mal seit der Finanzkrise sehen wir, sie bleibt stabil oder steigt eher tendenziell, und es soll auch so fortgeführt werden, da reden wir gleich drüber. Wenn wir mal in die Bilanz reinschauen, dann sieht erstmal die Gesamtschuldenquote sehr massiv aus mit an die 100%. Da ist aber sehr, sehr viel einfach auch durch die Geschäftstätigkeit. Das heißt, hier sind sehr viele zinsfreie Schulden. Das ist wie bei anderen Banken oder Versicherungen auch. Das heißt, man hat einfach natürlich Kundeneinlagen, Gelder, die man verwahrt und verwaltet eben für seine Kunden. Das ist ganz normal eben im Finanzbereich. Das Geld gehört einem nicht, aber es liegt logischerweise in der Bilanz. Das wird dann auch offiziell als Schulden ausgedrückt, sind aber tatsächlich keine. Das sind eben dann hier zinsfreie Schulden. Die wirklich zu verzinsenden Schulden sind sehr gering und sind überhaupt gar kein Problem. Selbst wenn man jetzt mal nur den Cash- und Wertpapieranteil betrachtet. Also insofern alles bestens und kein Thema, was jetzt hier die Bilanz angeht. Auch Aktienrückkäufe gab es eigentlich tendenziell eher, das heißt, die Anzahl der ausstehenden Aktien hat eher zurückgenommen. Es gab immer wieder Phasen, wo es hochgegangen ist, aber tendenziell hat man dann die Anzahl der ausstehenden Aktien auch wieder reduziert. Insofern auch hier jetzt nichts wirklich Negatives in der Form. Dividende haben wir auch schon gerade gesehen, steigt eigentlich hier kontinuierlich an seit der Finanzkrise. Und wir sehen zwar mal längere Phasen, wo es stabil bleibt, aber nichtsdestotrotz, es geht tendenziell eher nach oben, so knapp 2%. Dividendenrendite eigentlich immer recht stabil, gab auch schon mal höhere Phasen, wo man tatsächlich mal bis zu 8% bekommen hat. Das war aber auch mit einer Sonderdividende verbunden und jetzt im Moment ja eher so an die 2%, soll aber eben auch kontinuierlich steigen, sodass man im Jahr 2039 nach aktuellen Prognosen so zwischen 5 und 6% Dividendenrendite persönliche hätte, wenn man heute investieren würde und wenn die Dividende so gesteigert wird, wie das jetzt erwartet wird von den Analysten. Gehen wir mal auf die Kennzahlen ein und auf die Multiples hier. Dann sehen wir ein KGV im Moment von um die 22, ein bereinigtes von 21, Kurs-Cashflow-Verhältnis von 34, Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6. Und wenn wir jetzt einfach mal auf das KGV gehen, auf das Bilanzierte, dann sehen wir tatsächlich, da sind wir im Moment unter dem Schnitt der letzten Jahre. Genauer gesagt unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre so ungefähr. Das war eher so bei 23. Wir sind jetzt momentan bei 22. Das gleiche beim Bereinigten. Da sind wir auch leicht unten drunter. Das heißt, wir sind auch so ungefähr, was die Bewertung hier auf Basis von Kennzahlen, auf der historische Bewertung angeht, zumindest mal in dem Zeitraum hier, schon so ungefähr auch auf dem, was wir die letzten Jahre im Schnitt hatten. Und wenn man sich das mal anguckt im Vergleich zum Wettbewerb, dann sehen wir die deutsche Börse. Wie gesagt, bereinigtes KGV 21, Intercontinental Exchange, die ICE mit 20, London Stock Exchange 24, CBOE mit 18, CME mit 23, alles so ungefähr in einem ähnlichen Bereich, und die deutsche Börse ist da eigentlich auch hier so mittendrin, was eben die Kennzahlen angeht. Keine allzu weiten Abschweifungen, gibt ein paar, die sind weiter oben, es gibt ein paar, die sind ein bisschen weiter unten, aber alles ziemlich ähnlich. Gehen wir mal die ersten Bewertungen hinein. Hier im Piotrowski-Score ist die deutsche Börse tatsächlich eher abgestraft, 3 von 9 Punkten. Wie gesagt, wir gucken hier 2020 auf 2021, also das ist auch langsam so ein bisschen vorüber, aber Kapitalrendite sinkend, Cashflow eben geringer als der Gewinn, Liquidität gesunken, Aufnahme von neuem Eigenkapital, ja, das kann schon sein.
Wir haben es gerade, war es jetzt nicht ganz so genau zu erkennen. Könnte sein, dass hier so ein bisschen was aufgenommen worden ist. Die Marge ging dann eben zuletzt eher zurück und die Produktivität ist gesunken. Das heißt, wir sehen hier einfach ein paar Punktabzüge. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier schon fast mit dem Jahr 2022 vorbei. Das würde ich jetzt auch nicht mehr zu sehr überbewerten, wenn die anderen Kennzahlen soweit passen. Gehen wir mal in Transparent Share und gucken uns das Ganze auf Basis des Levermann-Scores an. Da sehen wir auch eher ein Beobachten im Moment. Kein Verkaufen, aber auch kein Kaufen. Abzug für die Eigenkapitalquote, das KGV und eben auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Sonst ein eher paar neutrale Punkte. Dementsprechend hier im Moment noch keine Kaufempfehlung, aber eben auch keine Verkaufempfehlung. Gehen wir mal in die Bewertung im Aktienfinder hinein. Auf Basis der historischen Kennzahlen. Was wir hier sehen können, wie immer in schwarz ist der aktuelle Kurs des Unternehmens und dann eben auch in bunt die ja, fairen Werte. Und was wir sehen können, so ähnlich wie wir das auch vorher schon gesehen haben, wir sind momentan, was den fairen Wert angeht, beziehungsweise den Aktienkurs auch ungefähr auf der fairen Wertseite. Wir hatten hier mal Phasen der Überbewertung, wir waren hier auch mal drunter. Im Moment sind wir ungefähr auf dem fairen Wert. Würde ein Potenzial ergeben bis Ende 2025 von 25% oder 7% pro Jahr. Wäre damit weniger, als wir die letzten Jahre erlebt haben, aber immer noch eine ganz ordentliche Rendite. Und man geht jetzt hier nicht von dem Riesenwachstum aus, tatsächlich, was die Analysten angeht. Aber wir haben jetzt hier auch eine ganze Weile korrigiert zur Seite. Das werden wir jetzt gleich im Chart sehen. Dementsprechend gehen wir doch mal in die Chartanalyse rein und schauen uns das Unternehmen von der Warte nochmal an. Nachdem wir jetzt fundamental erst betrachtet haben, können wir jetzt mal die technische Sicht betrachten. Und dann gehen wir hier nochmal in den langfristigen Chart. Was wir hier schon sehen können, ist, dass im Prinzip so ungefähr seit 2012 wir hier in einem sauberen Trendkanal sind. Es ging hier nur einmal bei Corona ganz kurz unten runter, dann wieder sehr schnell nach oben. Immer noch hier wieder oben an diese Begrenzung angestoßen. Dann sind wir wieder hier scharf nach unten geprallt. Und dann haben wir uns hier an dieser unteren Linie entlang gehangelt, die eigentlich immer wieder so dazu geführt hat, dass es dann doch auch wieder nach oben gegangen ist. Und ja, gucken wir uns doch mal die Phase etwas genauer an. Das heißt, wir sind jetzt hier so seit Ende 2011 bis heute, sehen hier eben diesen Trendkanal. Der wurde nur einmal kurz unterschritten von Corona. Eine Woche ging es runter, am nächsten Tag bzw. nächste Woche ging es sofort wieder nach oben. Wir haben so ein paar Ausbrecher hier nach oben, die haben dann sofort wieder zum Verkauf geführt. Und jetzt handeln wir uns eher hier unten dran, sind aber tatsächlich knapp über den Allzeithoch. So, wenn man mal schaut, hier ist Anfang 2022, es ist eine der wenigen Aktien, die 2022 wirklich Gewinn gemacht hat. Das heißt, hatte man die im Depot, war das wirklich eine schöne Entwicklung für 2022. Während die Gesamtbörsen abgerauscht sind, ist der Herausgeber der Börse sozusagen eher gestiegen. Schönes Zeichen, knapp auf Allzeithochniveau. Und auch da, wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann sehen wir hier so diese vorherigen Nach-Corona-Hochs, die haben hier immer so ein bisschen als Widerstand gedient. Da ging man jetzt oben drüber, jetzt wird gerade eben mit diesem Punkt hier gekämpft. Aber die Tendenz, das sehen wir schon, wenn wir uns jetzt mal die Bewertung angucken, die ist eher so auf einem fairen Niveau. Wenn wir uns jetzt hier mal den Trendkanal anschauen, dann sind wir hier vom Grunde her gar nicht mal so fern ab von einer, von einer unfairen Bewertung. Da ist also auch durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Selbst wenn man das Ganze jetzt ein bisschen anders betrachten würde und ein bisschen flacher sozusagen das Ganze betrachten würde, selbst dann wäre das jetzt hier noch nicht fernab von Gut und Böse. Und charttechnisch sieht das sogar eher so ein bisschen aus, wie jetzt hier eben so eine Formation, Ausbruch nach oben, Antesten von oben und dann könnte sich das eben weiterentwickeln. Also insofern die deutsche Börse in einer gar nicht so unattraktiven Ausgangslage und auch von der Bewertung her nicht so fernab, nicht wirklich günstig, aber auch nicht wirklich teuer. Die Entwicklung des Unternehmens an sich und die Positionierung absolut stark und auch eben die weitere Entwicklung moderat ganz gut. Und dementsprechend durchaus ein interessanter Wert, den ich aber tatsächlich nicht habe. Ich finde es ein interessantes Unternehmen. Ich habe aber im Finanzbereich tatsächlich andere Anbieter und ich habe ja tatsächlich auch schon mal Videos drüber gemacht. Ich verlinke gerne mal hier das Video zu MSCI. Das ist ja ein Unternehmen, das ich bei mir im Depot habe aus dem Finanzbereich. Und ist so ein bisschen natürlich in ja, den ein oder anderen Bereichen in Konkurrenz zur deutschen Börse, wenn auch vielleicht ein bisschen schmaler aufgestellt, aber nichtsdestotrotz. Und deswegen, ich bin zum Beispiel bei MSCI investiert und anderen Finanzwerten, deswegen passt die deutsche Börse bei mir nicht ganz rein. Da gibt es einfach noch ein bisschen stärkere Werte. Nichtsdestotrotz, deutsche Börse mit Sicherheit kein ganz falsches Investment und gerade die Entwicklung der letzten Zeit schaut gar nicht so schlecht aus. Wenn du ansonsten mal wissen willst, welches Unternehmen ich in der Börse bzw. in meinem Depot habe, ich mache nächste Woche Dienstag mal ein Sondervideo. Normalerweise gibt es ja Aktienanalysen von mir immer freitags, aber nächste Woche stelle ich mal ein Unternehmen, ein Ankerunternehmen sozusagen vor, das ich bei mir auch im Depot habe und das ich auch regelmäßig mit meinen Teilnehmern im Training bespreche. Deswegen nächste Woche Dienstag mal ausnahmsweise zusätzlich eine Aktienanalyse.
Und dann sprechen wir entsprechend darüber. Ansonsten, wenn du eben wissen willst, welche Aktien zu dir ins Depot passen und eben auch verstehen und wissen willst, warum die deutsche Börse vielleicht genau das Richtige oder nicht das Richtige für dich ist, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen mein Team und ich, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und ich hoffe, ansonsten, das Video hat dir bereits geholfen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dir auf jeden Fall einen schönen vierten Advent, falls er noch nicht schon vorbei ist, wenn du das Video guckst, und eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao.